Hinter mir ist einer der schönsten Orte hier in Spiez, nämlich das Schloss Spiez. Und drinnen gibt es jetzt gerade das Casting. Da habt ihr jemanden, die in ihrer Folge schon gehört, der Papst hat Spiez Speck, Besteck, Späck bestellt. Das muss man möglichst perfekt und möglichst schnell können sagen. Wir gehen mal schauen, ob überhaupt jemand ansteht und mitmacht. So ein junger Herr, tu ihm da schnell schnappen. Kannst du es dir, das Sprüchli, was musst du sagen? Also der Papst hat Spiez Speck bestellt. Oh, das geht, Mann. Genau so. Ein bisschen schneller und dann gewinnst. Viel Erfolg. Und hier werden die Nümmerli verteilt. Grüß dich miteinander. Der Papst hat Spiez Speck bestellt, Späck bestellt. Ich bin parat. Oh, sehr gut. Was kommt sie für eine Nummer rüber? Das ist das Zeichen. Viel Glück. Merci vielmals. Die Nümmerli sind gefasst, geübt haben sie ja. Jetzt schauen wir mal, dass es in dieser Turmtreppe aussieht. Voll sieht es aus. Habt ihr alle geübt? Ja. Geübt? Jetzt, ja, ich bin noch dran. Gut. Was ist genau die Idee hinter diesem Casting heute? Ja, wir haben gemerkt, dass eine ziemliche Euphorie herrscht in Spiez auf den bevorstehenden Papstbesuch. Und jetzt haben wir gesagt, wollen wir uns ein Casting auf die Beine stellen, um zu schauen, wer und wie schnell können sie diesen Spruch tatsächlich aufsagen. Wie heisst du? Hallo, ich bin der Marcel aus Spiez. Der Papst hat Spiez, Speck, Besteck zu spät bestellt. 2-3 Sekunden laufend oder schneller und nachher hast du es. Der Papst hat Spiez, Speck, Besteck zu spät bestellt. Oh. Also das war jetzt krass gewesen. Herzlich willkommen beim Casting. Wie heisst du? Ich bin Margit Zurbrück und ich komme von Frutigen und gehe hier in Spiez in die Schule. Der Papst hat Spiez, Speck, Speck, Spät bestellt. Hey. Hallo, wie heisst du? Von wo bist du? Ich bin der Zeller Christoph von Fulensee. Der Papst hat Spiez, Speck, Speck, bestellt. Sorry. Fast 7 Sekunden. Tut mir leid, es war jetzt nicht so gut gewesen, aber merci, dass du da warst. Der nächste bitte. Währenddem die letzten Teilnehmer und Teilnehmer das Casting noch machen im Festsaal, verabschiede ich mich schon mal von dieser Folge. Wenn ihr noch nicht mitgemacht beim Wettbewerb, genau bei dem Spruch, wo die Casting-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch dürfen oder müssen aufsagen, könnt ihr das machen. Unter der eingeblendeten Adresse seht ihr, wie das Ganze funktioniert und was ihr gewinnen könnt. Viel Erfolg!